fühle mich extremst in Bedrängnis gebracht von China. Aha. Was? Aha. Ich weiß. Ihr habt schon wieder die Weltspannung. Ich verstehe das nicht, ja. Ein Jahr ist rum. Die Weltspannung ist schon wieder auf 77%. Ich habe nichts gemacht. Das ist ich EPS. Hab nichts gemacht. EPS. EPS hat 56%. Ja, jetzt haben wir einen Aggressor. Ich sofort nicht Angriffspakt ist raus, Schalke. Ich habe nichts gemacht. Gar nichts. Hallo, was man nicht Angriffspakt? Huch. Der scheiß Gajin Launcher, ne? Fick dich. Boah, du planst eine Attacke auf mich. Kann das nur bedeuten? Das bedeutet gar nichts. Das bedeutet nur, ich halte mir alle Optionen offen. Wie sagt der amerikanische Präsident immer, es liegen noch alle Optionen auf dem Tisch. Ja, das bedeutet meistens, er plant eine Attacke. Das bedeutet nur das. Ja gut, wenn das so ist, na, da kann ich ja auch nichts mehr machen. Möchte auf 2 schalten. Dann bin ich mal gespannt, was passiert. German Reich, du 10 States, was? Ja, das wird der Russe, wird das schon regeln, wir hoffen. Naja, lass ihn mal ruhig machen, wie gesagt. Soll er auch machen. Wird doch schon sehen, was er davon hat. Also das Einzige, was er davor hat, war Sharpie zu helfen. Ja. Und mit der Weltspannung bekommt.
Bam, 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 bam. Ach, was soll denn der Geiz da rein da? Deutschland. Deutschland sieht aus wie ein Eichhörnchen ist. Ist das wenigstens ein hübsches Eichhörnchen? Oh nein, ich habe das vergessen. Ich habe Hongkong ja noch. Ah. Bleibt in Japan. 100% Weltspannung innerhalb eines Jahres. Das ist gut. Man merkt, ihr seid friedliebende Genossen. China hat mich bedroht. Was soll ich machen? Hallo? Das ist ja lächerlich. Die haben mich auch alle bedroht. Was soll ich machen? Du hast da versucht zu übernehmen. Ihr habt nicht gesehen, wie krass China hier aufgerüstet hat vor meiner Grenze. Das war ja echt lächerlich. Ja, ja, ja. Ja, da stehen 100 Divisionen. Wenn das kein Kriegsgrund ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn jemand so stark aufrüstet, dann muss man was gegen machen. Das geht ja mal gar nicht. Ja, ich nicht. Ich das hätte die USA auch gemacht, ganz im Ernst. Sogar schneller. Ich bereite noch nicht mal Krieg vor. Du geilst, dich hältst einfach an der Weltspannung auf, das machst du. Gar nichts. Ich mache überhaupt nichts. Außerdem ist das noch nicht mal ein richtiger Krieg, weil ich führe das chinesische Volk zum einstigen Ruhm wieder. Also ganz so nebenbei. So ist das. Und ich bin nicht mal im Krieg. Wenn ich dann die Welt befreie, dann bringe ich jeden Kaugummis mit. Das ist auch mein Vorwand. Ich bringe euch Kaugummis. Und Cola. Kaugummis, Cola und Seidenstrümpfe. Nylon. Nylonstrümpfe natürlich. Nylon, ja natürlich. Seide gibt's in China mehr, ja. Ja, aber aus Seide kann man keine Flugzeugtakelage bauen. Aus Nylon schon. Siehst du, da wird jetzt gleich wieder aufgerüstet. Ich sehe es. Oh, Hindenburg Desaster. Schwerer Schlag für das Deutsche Reich. Deutsche Qualität. Was bedeutet das Krieg? Er hat schon wieder geshootet, ich hab's gehört. Was denn? Eins im Ernst, ich will nicht sagen die scheiß Chinesen, aber die scheiß Chinesen haben so viele kleine Dörfer und Städte. Habe ich die Oberherrschaft? Ja, Herrschaft über die Luft, Herrschaft über das Meer. Und das Land wird auch bald mir gehören. Da gefällt das dem Japaner. Also, und ich bin ja der Aggressor, ja. Du bist auf jeden Fall der Aggressor. Artillery Truck.
Das habe ich vergessen. Artillery Truck Transport. Wo bist du denn? Horse Artillery? Da ist er. Bam. Alle einschließen hier, Buris. Ohne Scheiß, das Ding ist echt groß, China. Wirklich? Ja, China ist echt riesig. Wirklich? So, Nanjing. Hörst du auf, hier anzugreifen? Hörst du auf, hier anzugreifen? Oh Gott, die haben hier so einen blöden Scheißhaufen da, die wollen sich das selbst verwalten. Moment. Wie lösche ich das raus? Denn. Ah, die haben da eigene. Oh shit. Eigene Angriffspläne haben die da erstellt. So Defensivpläne. Was ist denn das für ein Scheiß? Braucht das alles nicht. Mach das von Hand. Die machen nur Scheiß, wenn sie das haben, wenn sie das von alleine erobern wollen, Idioten. Es gibt nichts, was inkompetenter ist als ein KI-General. Da, wo ist jetzt die Hauptstadt hin verlegt worden? Da, Nanjing. Ich muss schon sagen, ich komme fast nicht hinterher mit der Forschung. Das war ich auch so. Eigentlich nicht. Cool. Gleich ein Event für das Deutsche Reich. Gibt es das? Ja. Xinyang, Xingguang. Ah, da, die große Internationale, 1937.
Naja, mach dir mal, mach dir mal. Ich chille. Florida. Geh ein bisschen Golf spielen. Chille auch. Gab es damals schon Golf? Gab es in den 30ern Golf? Oh, gute Frage. Du nicht, oder? Weiß nicht. Oh wow, ich hab schon 1000 Mann verloren. Was ist doch übel. Wie viele die Chinesen? 287.000. Mal kurz abkaufen, wieder ein Kaffee machen. Bin ich wieder da. Caption Time, Caption Time. Muss nach Nanjing. Die Sowjetunion hat Krieg erklärt. Oh, Italy looks to Balkan. Ist ganz interessant, wie sich die Position, wie sich die Ding da entwickelt jetzt, ne? Ja. Dann gehe ich halt doch den Baum runter, wenn ich nicht runtergehen wollte. Wollen hier unten einschließen bei mir. Aber muss echt sagen, zum Glück ist die KI dumm. Sonst wäre es hart gegen China, die könnten mich so überrennen, wenn sie möchten. Allein weil ich nicht genügend Divisionen habe, um das alles zu halten. Wobei ich glaube auch, dass die Japaner ziemlich krass große Divisionen haben.
So, Nanjing ist gefallen. Jetzt ist die nächste große Stadt ganz hinten, echt jetzt. Hm, du musst wirklich bis ganz durch. Das ist ja lächerlich, komm schon. Der Krieg dauert ja ewig, bin ich ein bisschen... Oh, jemand hat pausiert. Hast du das, EPS? EPS? Mikrofon muted. Mikrofon activated. Huhu, EPS. Jemand hat pausiert und EPS reagiert nicht mehr. Die bin jetzt rausgeflogen oder was? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls reagiert er nicht mehr. Er ist Mikro gemutet, hat er. Nice, gut. Russland hat Rumänien gekriegt. Ja. Wie gesagt, das wird auf jeden Fall lustig. War gerade unpässlich. Okay, okay. Was? War unpässlich, bin aber da. Unpässlich. So ist es. Das sagen Frauen immer, wenn sie ihre Tage haben. Unpässlich. Ja. Also geht's wieder weiter, oder? Also ist Pause gerade. Ich hab keine Pause gemacht. Ich auch nicht. Doch nicht. Aber es ist trotzdem Pause gerade. Wer macht Pause? So, wie sieht's aus bei euch? Großen Eroberern. Russland hat Krieg mit Rumänien. Was? Empire of Japan kommt sich da ein bisschen schwer, wa? Schwer würde ich jetzt nicht sagen. Es dauert, das ist das Problem. Also ich marschiere da ja durch, das ist kein Problem. Das Problem ist die Zeit, die es dauert. Wobei ich habe ja keinen Krieg mit irgendjemand anderem. Deswegen ist das eigentlich gar kein solches Problem. Ah, die Deutschen haben die Ding zurückgezogen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Pirater aus China, das ist richtig. Das sind doch überhaupt keine Chance. So. Ja,
Oh, Emilia Hart ist verschwunden. Naja, das sagt man wieder, keine Frau sollte alleine über den Atlantik fliegen. Die wollte dich ausspielen, dann andere. Der war klar. Auch, ja. Hast du sie abgeschossen? Ja, natürlich. Ausgezeichnet. Ewige Freundschaft. Ja, warum, ja? Was, warum? Hä? Was sprichst du da? Nichts, alles gut. Ich sehe nicht, das muss meiner sein, oder? Wahrscheinlich. Ich sehe nämlich nicht, wer gewinnt und wer verliert. Weil meine Flaggen aus sind. Hat gerade gestoppt, Bibi, weil ich gerade meinen Warfund aktualisiert hat zwischendurch. Heute sind die Franzosenpanzer gekommen. Okay. Ach, dammit, ich wusste es. Was denn? Taki plant da irgendetwas und will uns nicht sagen, was es ist. Das ist wieder Fehleranfall. Ach so. Gar nicht, überhaupt nichts. Nichts, gar nicht, nichts. Muss noch Equipment herstellen, was ich gerade erforscht habe. So. Oh, nice. Die Amerikaner arbeiten mit mir zusammen. Was? Was? Ja, ich bekam Bomber von den Amerikanern gerade. Bomber? Ja. Aha. Vielen Dank. Grüße gehen raus. Doch. Ja. Wollt ihr die Bomber von Amerika übernehmen oder wollt ihr eine eigene Lösung finden für, also nicht Bomber, Fighter, so. Und da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Dann nehmen wir die Bomber von Amerika. Die Amerikaner haben gesagt, ja, yeah, great. Wo ich nichts angeboten. Das ist mir scheiße. Ja, dann wird das schon dein Kongress gewesen sein. Der weiß halt, was gut ist. Natürlich weiß er das. Das Kaiserreich Japan dankt. Ewige Freundschaft. Outdated Equipment. Ja, da sind sie, die Navy Fighter. Vielen Dank. Warte, ich muss das aber aussetzen. Ja, hier dreht wieder ihre krummen Dinge. Wo ist denn das Equipment outdated? Wie zeigst du mir das an, welches Equipment outdated ist? Toyota AA. Das ist das komische Auto. Das da. Das gibt's jetzt. Sehr gut. Deswegen sollten EPS und der Prime niemals in die Politik gehen. Ein Jahr und schon Weltspann 100%. Das ist nicht meine Schuld, das war EPS. Meine Schuld ist es auch nicht. Die Motiv geht anders. Ja, Sharky ist sonst immer der Kriegstreiber, wenn er denn könnte, aber in Amerika, mit Amerika kann er das meistens nicht. Und deswegen sind dann immer wir die Schuld. Ja. Haben wir ja letztens gesehen, wo England gespielt hat. Ich voll meine brutal. Hände in Unschuld. Gerade mal drei Einheiten und dann schon Krieg. Ich wasche schon meine Hände in Unschuld. Wo ich noch gesagt habe, okay, Deutschland, ich mache doch keinen Krieg mit Spanien. Ja, wo sie mir das Ultimatum gestellt haben, Manchaki. Fickt euch, Krieg. So ist es, ja. Nachher kennen sie das nachher. Das ist schade, dass ich das nicht auch aufgenommen habe, es war ein geiles Match. Können wir ja nochmal neu starten mit Frank dann. Die Kaiserreiche sind cool. Ich nehme natürlich wieder Österreich-Ungarn.
Und vor allem hat Sharky da sein wahres Gesicht gezeigt. Ja, das stimmt.